willkommen bei einer Runde in Shanghai. Die letzte Kurve hier nicht über die Curbs schneiden, damit du sauber auf die Gerade kommst. DRS und das restliche KERS aktivieren und auf in eine neue Runde. Jetzt zur schwierigen Kurve 1. Mit hoher Geschwindigkeit einlenken. Während der ganzen Kurve verlierst du Abtrieb und Speed. Halte dich in der Streckenmitte, dann lenk in Kurve 2 ein und triff die Scheitelpunkte. In Kurve 3 fällt die Strecke ab, die Vorderräder bleiben leicht stehen, also Vorsicht. Jetzt steigt die Strecke an in Richtung Kurve 5 und 6. Eine gute Überholmöglichkeit im Rennen. Runter in den zweiten Gang, schön innehalten und am Ausgang nicht übersteuern, sonst verlierst du Zeit und beschädigst die Reifen. Jetzt Vollgas durch die Linkskurve 7, aber sei vorsichtig, denn die folgende Rechtskurve macht am Ausgang zu und du musst dich rechts halten, um schön in Kurve 9 und 10 zu kommen, die großartige Doppellinks. Am Ausgang nicht zu weit auf die Curbs, sonst drehst du dich ganz schnell, besonders mit abgefahrenen Reifen. Jetzt zur engen Linkskurve 11. Dann die Rechtskurve 12, in der das Tempo schwer zu dosieren ist. Im Gegensatz zu Kurve 1 wirst du hier in der Kurve immer schneller und hast am Ausgang vollen Abtrieb. Über die lange Gegengerade geht es zu Kurve 14. DRS ist aktiviert, eine tolle Überholmöglichkeit im Rennen, die kaum zu verteidigen ist. Erster Gang, eine der engsten Kurven der Strecke, ca. 75 km/h am Scheitelpunkt. Auf dem Weg zur letzten Kurve nicht zu weit links auf die Curbs, die hier sehr scharf sind. Lass das Auto ganz nach außen kommen und dann geht's zurück auf Startziel. Thank you.
you're still topping the drivers' championship table.